Gesundheit ist das schönste Geschenk. Grupps. Lieben Gruß an Fitness-Oskar. Oh, hallo. Also das Produkt ist ein Hammer. Armtraining mit Flavio Simonetti. Leute, es geht immer um Verdauung. Das ist die Position. Schminksession mit Cornelia Ritzke. Holy shit. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Heute gibt's wieder nur für euch den einwöchigen Videolog. Und ihr seht, was mir in dieser Woche alles geschieht. Erschöpft, aber glücklich. Ja, ganz schön kaputt bin ich, nachdem ich Personal Training und mein eigenes Training erledigt habe. Beste Leistung in der Kniebeuge, es geht voran. Tada. Der geht auch immer. Habe ich noch mal Steakhüfte gekauft. Sich Frauchen ja freuen. Sie wird was zum Wegbraten. Ich habe euch noch ein Fotoshooting und esse jetzt noch mal schnell ein paar weiße Bohnen, rote Soße, Kräuterquark eben gekauft, das Brot von den Kindern weggeschnappt, weil ich schon was Kohlenhydrates essen wollte. So, ich habe euch ja gesagt, ich habe ein Fotoshooting. Ich werde hier schon geführt, geleitet. Mr. Isometric. Hier links rein. Links rein, ja, okay. Das ist übrigens Jerome. Ich grüße euch. Du bist hauptverantwortlich hier für die neue, verantwortlich für die neue Kollektion von Proro, ne? Jawohl. Also ich krieg kein Geld und ich finde diese Klamotten ganz geil. Ich weiß nicht, ob sie lange halten. Du hast es vorhin schon gesagt, ihr seid Erwachsener geworden. Jawohl, also Erwachsener, sieht man ja auch am Logo. Ist dementsprechend auch ein bisschen dezenter gehalten. Das heißt auch für jedermann tragbar. Ja, ich würde es auch anziehen. Oh, voll dunkel. Dunkel ist gut. Oh. Jetzt werden wir doch mal gleich sehen, ob du dich auch vernünftig geschminkt hast hier. Wie sieht es bei mir aus? Ich brauche noch ein bisschen Puder. Ich pudere dich noch. Die keine Falten hier oben machen. Und dann machst du immer so. Ich muss Botox. Nee, du musst einfach mal entspannt gucken. Schminksession mit Cornelia Ritzke. Hallo Johannes. Warte, jetzt muss ich mir selber Licht machen. Geht ganz einfach. Hast du was zu sagen? Nein. Ich habe dich gerade gefragt, bei den Beinen, wie du aussiehst, musst du ja irgendwie 200 musst du ja beugen, oder? Eigentlich. Aber das ist leider nicht der Fall. Du hast eine Verletzung gehabt im Knie, irgendwas ja, war? Ja, deswegen. Ich hatte einen Tumor mit 17. Und, oh, ja. Okay, krass. Er war bösartig. Dadurch habe ich eine OP gehabt. Ein Jahr war ich dann außer Gefecht. Mhm. Hatte dann auch immer Angst, überhaupt zu beugen, bis ich dann mich im Verein angemeldet habe. Ich komme ursprünglich vom KDK, also Kraft-Dreikampf. Und mein Trainer hat mir dann gesagt, Jerome, genau der Muskel, der am schwächsten ist, ist genau der, den du am härtesten trainieren musst. Mhm. Wie sind deine Leistungen jetzt? Beim Beugen musst du wahrscheinlich mit 150, 140 der Serie machen. Ich bin 160, genau. Und wie viel Wiederholung machst du da? Ich arbeite zurzeit im 5x5, also im KDK-Bereich. Und, ja. Genauso stark wie ich, der Junge, also fast. Aber noch viel leichter, meine Fresse. Aber so kann jeder halt einfach das Beste aus sich raus. Das stimmt. Ja, genau, ich bin immer der stark aussieht, aber nicht so stark ist. Ach, komm. Frauchen telefonieren hier. Du darfst dich jetzt nicht zeigen. Du bist fleißig am Schneiden, sehr vorbildlich, mein Schatz. Du sollst ins Bett gehen, es ist 23 Uhr. Später. Später. Was ist hier los? Machst du dich hübsch? Ja, ein bisschen. Ja. Für dich? Ja. Leute, ich kann euch sagen, da ist man froh, dass man endlich fertig ist, will nach Hause und dann ist alles abgeschlossen. Dankeschön! Guten Morgen Sportfreunde, Frauchen ist schon früh zum Sport. Ich bin heute auch etwas früher wach, fühle mich wie gerädert, mein EKG-Gerät zeigt etwas anderes an. Aber ich bin doch ganz schön kaputt von dem gestrigen Training und war ja auch erst gegen eins im Bett nach dem Shooting. Und zum Frühstück gibt's meinen leckeren Kuchen. Soja-Joghurt ist leider nur noch der Vanille-Joghurt da. Der hat richtig viel Zucker. Ich strecke sozusagen diesen Joghurt mit Skill. Es schmeckt immer wieder geil. Wieder im McFit Prenzlauer Berg in der Fabrik. Noch ist Pause. Ich bin mitten im Personal Training. Und zufrieden mit der Last? Ja, aber gut. Yes. Da haben wir es wieder. Übung macht den Meister. So sieht's aus. So, und jetzt geht's weiter mit Alex Retzky, Team Training.
sieht aus. So schlecht sieht das gar nicht aus. Wir kümmern uns jetzt erstmal um deine Kraft. Und die Muskeln kommen automatisch und versuchen aber mit dem Gewicht runterzukommen. Ne? Holy shit! Alex, da drücken wir mal die Daumen für die nächsten Wochen. Ne? Ich bin echt nervös. Ich bin echt nervös. Für alle, die das mehr interessiert, die können mal auf deinem Channel gucken. Alexander Sretzky. Was gibt's denn bei dir heute? Heute gibt's Reis mit roten Linsen, Spinat und natürlich Leinöl. Bei mir gibt's Brokkoli. Und hier drunter schön Rind mit ein bisschen Hühnchen und ein Ei. Und Leinöl auch dazu. Und bei dir so? Ach, Sportsfreunde, dieses am Rechner gesitze, das macht echt müde und träge. Ja, genau wie schlechte Nahrung. Deswegen versuchen wir es auch heute wieder mit Salätchen. Normalem Mischbrot von den Kindern wieder gemopst. Und jetzt wirklich Quark. Senf oder Ketchup. Je nach Belieben. So, liebe Leute, und jetzt gönne ich mir das hier. Guten Morgen, Sportsfreunde. Ich habe heute Premiere. Zum ersten Mal zu Hause ernsthaft ein bisschen Mobility machen. Hab die Übung aber auch hier lange vermieden, aufgrund der Schmerzen. Geschmeidig bleiben ist keine leichte Aufgabe. Aber es tut so gut, wenn man geschmeidig wird. Ich habe gerade mir meinen IAA-Aminosäuren-Shake zurecht gemacht. Ich muss sagen, als Feedback im Vergleich zu den anderen Sachen, auch meine Frau hat die genutzt. Die schmecken nicht so ganz so muffig wie die anderen. Sie lösen sich sehr gut auf, auch besser als die anderen. Sind sehr gut bekömmlich auch, also leicht gut verdaulich. Geschmacklich muss man wahrscheinlich noch ein bisschen dran drehen, weil deren Otto-Normalverbraucher damit nicht zufriedenzustellen sein wird. Also das Produkt ist ein Hammer, also auch die Wertigkeit, die Aminosäurenbilanz ist ein Knaller. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne? Zitrone ist auf jeden Fall, glaube ich, das Beste, was man machen kann bei dem Produkt. Ich glaube auch von dem Geschmack der Aminosäuren ja. Her, weil die teilweise bitter und sauer sind, ja. Das ist wirklich abenteuerlich, weil sie, Emma isst immer das Gleiche. Und man wundert sich dann schon, wenn sie auf einmal irgendwie Verdauungsprobleme hat. Leute, es geht immer um Verdauung. Bei Mensch und Tier. Das ist A und O. So, einige Stunden schon am Rechner verbracht und ich habe heute wirklich nur einen Klienten. Als Selbstständiger hat man immer irgendwas zu tun. Langeweile kommt nie auf. Und jetzt sitze ich hier schon und schneide zum Beispiel das Armtraining mit Flavio Simonetti. Mit Köpfchen fürs Köpfchen. So, fertig. Mobility, Cardio, aktiv regeneriert, hoffentlich. Komm, ich soll kommen. Da war ich bei Reichelt. Ja. Und das erste Mal. Oh, guck mal. Hab ich das bekommen? Drogen, krass. Das ist zum Probieren, aber das wollte ich doch immer mal probieren. Ja, Schatz. Guck mal, die Nuckelfläche. Tatsächlich, mit so einem Saugeverschluss. Ja. Soll ich mal was vorlesen? Ja. Christoph. Also eine Flasche hat 250 Kalorien getrunken. Ich hatte eigentlich vor, schon im Bett zu sein. Ich mache mir jetzt hier einen leckeren Proteinshake mit Schokokasein. Wobei ich auch sagen muss, die letzte Mahlzeit war nicht besonders eiweißreich, sondern doch eher kohlenhydratlastig. Wenn man irgendeinen Mist in sich reinstopft, verdrängt man die Kalorienzahlen. Und so versucht man 10 Gramm Eiweiß zu sparen. Das ist völliger Quatsch. Davon muss ich auch selber so ein bisschen wegkommen. Guten Morgen, Sportsfreunde. Ich habe schon meinen Shake für Vor- und Nachtraining vorbereitet. Das ist da drin, das ist primär hier Prenox. Ich würde es als Pre-Workout-Shake bezeichnen. Da ist leicht Koffein mit drin, alles sehr moderat. Kreatin habe ich extra dazu gemischt und noch ein bisschen Beta-Alanin obendrauf. Und jetzt Booster gibt's hier. Jetzt geht's los zum Sport. Diesmal mit Frauchen. Bei mir ist heute ein leichtes, / explosives Beintraining dran, das heißt Kniebeuge, dann Kreuzheben und dann noch diverse Begleitübungen für den Oberschenkel, je nachdem wie intensiv die Kniebeuge waren und noch Rumpfstabilisierung. I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big though. Clubbing all night, champagne popping, get it faded. Girls on my waistline. Tell the DJ it's bass time. I got these girls all over me. They're going down, down for some pace time. If it ain't pumping, it ain't mine. When the crowd get hyped up, I stage dive. And people on my case like I'm on kite. But I see through all of them fake smiles. You think I'm cocky, huh, ain't I? Why you grilling on me day night? Party hardy, don't fool. Wo ist das hin? Alles erledigt. Äußerst zufriedenstellend. Du willst noch zum Lidl, Schatz?
So, und heute mal keine Eiweißbrötchen. Zieht's euch rein. Skyr jetzt im Lidl. Mit Geschmack. Wollen wir gleich gucken, wie viel Zucker drin ist. Kohlenhydrate 4,2 Gramm auf 100. Davon Zucker 3,3. Mein Becher hat 180 Kalorien. So, jetzt ist es soweit. Gestern Abend habe ich mich schon drauf gefreut. Schaut mal hier. Ist das ein Batzen? Und den teile ich mir jetzt auf, ne? Dazu den Skier. Da ist er wieder auf dem Weg zur Arbeit, zum Personal Training. Wenn ihr euch fragt, was so ein Personal Trainer an Equipment braucht, erstmal ganz wichtig, Wasserflasche. Handy nicht zwangsläufig, iPad, um eventuell Bewegungsanalysen zu machen. Eine Mappe mit einem Bogen, wo man Erstgespräche festhält. Dann natürlich Black Rolls und ein Tonbeutel, wo sich auch alles Mögliche drin befindet an Equipment, Gummibändern, kleine Bälle zum Triggern und noch Flossbänder. Wisst ihr Bescheid? Guten Morgen, Sportsfreunde. Es ist Freitag früh. Ich habe die ganze Nacht kaum schlafen können, bin nicht richtig zur Ruhe gekommen. Also immer, wenn ich mich clean ernähre, tendiere ich dazu, zu wenig zu essen. Komme also relativ schnell in ein Kaloriendefizit. Und das macht mich einfach wacher, munterer, als wäre ich quasi auf der Jagd. Einige Leute von euch kommentieren das ja auch immer, dass es ihnen so geht. So, mal kurz Facebook checken und frühstücken. So, Personal Training geschafft. Alex ist hier. Wir machen jetzt Sport zusammen. In my own lane, so I'm leading. If you follow him, then I'll chief him. Running like he came from a team him. Deep meaning, I'll be making it peaking, teaming. No, we better not. Hot, like we dream steaming in a stolen truck. Guess I'm on my way up, and some don't wanna see that. That ain't nothing new when you be black. Keeping it moving, like a brother trying to dodge a shooting. See you end up seeing on the news. And how I'm catching bodies like a male cheerleader. Hear the aftermath, free your speaker. Für alle, die es interessiert, du hast jetzt ein Diätprojekt gestartet. Das könnt ihr auf seinem Channel sehen. Mal sehen, wie sich der Alex anstellt. So, Sportsfreunde, ich mache mir jetzt einen leckeren Casein-Pudding. Einfach ein bisschen Wasser reingemacht. Jetzt habe ich hier das ganze Zeug im Schneebesen. Was machst du denn da? Ja, ihr kennt meine Kochkünste hier. Wollt ihr immer noch Ernährungsvideos und Kochvideos von mir sehen? Also im Moment ist es mir ein Klumpen. Ist er denn Casein-Pudding schneiden? Mach dich mal ruhig lustig. Du. Leider geil. Ja, guten Abend. Hallöchen. Warum ist die Melli heute hier? Ja, neues Projekt. Interessant, interessant. Mehr seht ihr später dazu. Oh, seid ihr süß. Hallo. Ja, du hast ein Diätprojekt vor, ne? Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Das seht ihr dann in den kommenden Videos. Genau. Wenn du durchhältst. Na, aber sicher. Das ziehen wir durch. Wir gucken mal, was passiert. Ja, also. Frischer Salat, diesmal mit Nudeln drin. Und hier ein paar kohlenhydratreiche Brötchen. Aufstrich, Mahlzeit. Guten Morgen allerseits. Ich bin hier beim Turnen. Ich bin heute früh aufgestanden und habe mich sehr steif gefühlt und mich aufgrund dessen für ein bisschen Gymnastik am Morgen entschieden. Das ist wirklich geil, weil je öfter ihr das macht und je fleißiger ihr seid, desto besser werdet ihr. Mein Tipp an euch alle, weil ich genau weiß, dass es euch allen Zuschauern nicht schaden wird, übt mal die Kosakenkniebeuge. Und zurück. Die sollte jeder beherrschen, der auch eine Kniebeuge beherrschen will. Ich habe mir einen Pulsgurt gekauft. Das ist einer, der über Bluetooth läuft. Ich habe zwei andere Pulsgurte von Polar, aber der läuft über Bluetooth. Und ich habe den jetzt mit meiner App gekoppelt. Zack. Ich mach mal auf Stopp. Training gestoppt. So, jetzt kann ich hier genau nachvollziehen, wie intensiv mein Training war. Hier seht ihr, durchschnittlicher Puls 110. Schaut mal hier. Das ist meine Pulsfrequenz, der Verlauf. Ja. Grafisch dargestellt finde ich richtig gut. Also wie gesagt, keinen normalen Pulsgurt besorgen, sondern wenn, den hier.
Hier drauf müsst ihr achten, Bluetooth. Da immer viele Fragen kommen, was ich wie verwende, wo ich das her habe, mache ich auch zu diesem Ding mal einen sogenannten Affiliate-Link rein. Dadurch könnt ihr mich unterstützen und da haben wir im Prinzip alle was von. Halt dich mal noch Schulter wieder rein. Schuss. Ja, so ist gut. Und schön starten. Und ja, genau so. Schön, die werden immer leichter jetzt, ne? Ja, es fühlt sich echt besser an, auf jeden Fall. Also die Technik ist optimiert und es wird jetzt schon leichter. Ja, so schön. Und wieder wenden. Sehr gut. PT erledigt. Jetzt pumpe ich noch ein bisschen Arme, denn heute habe ich trainingsfrei. Da spiele ich ein bisschen rum. Das hat nichts mit richtigem Training zu tun. Das ist mehr so aktive Regeneration. Lieben Gruß an Fitness Oscar. Danke fürs Shirt. Warum ich das nur leicht mache? Weil ich mich in meinem eigentlichen Oberkörpertraining bei den Hauptübungen verbessern möchte. Und wenn ich die jetzt zu sehr belaste, kriegen sie vielleicht zu viel auf den Deckel und sind dann nicht frisch und erholt fürs richtige Training. Bei dem Wetter mit dem Rad ist echt kein Zuckerschlecken. Meine Fresse. Bohnen, Brokkoli, Hühnchen mit Champignonsauce von gestern. Und bei dir? Lecker, man hat so geil, man sieht so lecker aus. Und ja, ein neues Video. Du wirst es heute noch raushauen, ne? Definitiv. Oh. Oh, Bibi Mäusi. Bist du hübsch. Und holen wir jetzt gleich nochmal shoppen. Ich hab tierischen Knast. Ich esse jetzt lieber einen Apfel. Niemals hungrig shoppen gehen. Es sei denn, ihr kauft für einen Cheat Day ein. Schmeckt echt so geil für das Tier. Dinkelbrot mit 65% Dinkelmehl. Böser Zucker. Will ich schon mal essen. Geflügelsalat. Ja, falls ich mich morgen dazu entscheide, doch mal was Schlechtes zu essen. So, zur Feier des Abends das Frühstück heute mal. Vorm zu Bett gehen. Guten Morgen, Sportsfreunde. Es ist Sonntag früh. Ich bin heute 36 Jahre jung geworden. Ja, ich weiß, ich sehe älter aus. Ich gehe zusammen mit meiner Maus zum Sport. So, ich habe ein Päckchen bekommen. Das ist wahrscheinlich von einem meiner Abonnenten. Das kommt ab und zu mal vor. Da freue ich mich natürlich immer riesig. Das ist eine Riesenüberraschung. Vielen Dank, Mareike. Bestien. Darum ist es höchst wichtig, die Kerle gut zu füttern. Nüsse. Schon mal ein etwas gesünderer Snack als Nutella oder Schokolade. Curry Kichererbsen. Auch nicht schlecht. Ja, vielen Dank, Mareike, für diesen netten Gruß. Auf den Frühstückstisch. Heute nichts Besonderes. Es reicht aber auch völlig aus. Mein Quark, meine Reiswaffeln. Erdnussbutter da hinten. Hallihallo, wir sitzen in Marco Polo. Ich wurde hierher entführt quasi. Ich bin eigentlich nicht mehr hungrig, aber irgendwas wird schon noch reinpassen. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass hier Überraschungsgäste erschienen sind. Ich habe damit gerechnet, weil ich so ein paar kleine Anzeichen schon erkannt habe. Ich kenne ja meine Frau. Auf jeden Fall bin ich hier umgeben von ganz vielen tollen Menschen. Unter anderem auch die Melli. Hallo. Die kennt ihr aus dem Video, aus dem Präsentationsvideo. Ja, mehr sehen wir ja dann bei dir in deinem Vlog. Genau. Was du dir heute reingezogen hast. Oh, was gibt's jetzt noch? Jetzt gibt's eigentlich nur Salat und Hähnchen, weil der hier verdammt lecker ist. Das stimmt, ja. Das klingt ja schon nach Diät eigentlich. Nee, ich habe ja heute auch schon Spaghetti Bolognese gegessen. Und lecker Frühstück mit Brötchen und so. Wollt ihr zugucken, wie ich das Stück Fleisch anschneide? Der Rudi ist nämlich gar nicht wegen meinem Geburtstag gekommen. Der ist nur wegen dem Steak hierher gekommen. Stimmt gar nicht. Aus meiner Sicht die weltbesten Rumpsteaks, die ich bis jetzt wirklich gegessen habe. Und das meine ich wirklich. Absolut überzeugt. Absolut. Aber gekommen bin ich wegen Johannes. Was hätte er jetzt auch anders sagen sollen? Boah. Ja, du hast schon recht, Mann. Ehrlich. Tartofu-Eis. Es schmeckt noch besser, als es aussieht. Einen schönen guten Abend, Sportfreunde. Es ist kurz nach 0 Uhr. Mein Geburtstag ist vorbei.
Mein Bauch sieht aus, als hätte ich einen Medizinball verschluckt. Ich habe ordentlich reingehauen, habe aber auch das Gefühl, dass je älter ich werde, desto weniger kann ich essen und desto schlechter bekommt es mir. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß auch bei diesem Vlog. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Tschüssi.